whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute eine neue Flasche von der Brennerei Glengarry aus dem Osten der Highlands. Nicht kühl gefiltert, 56,3 Volumenprozente. Sherry-Fass gereift, Jahrgang 1999, gereift bis 2013, 14 Jahre alt. Eine der wenigen hochprozentigen Abfüllungen von Glengarry. Und Glengarry ist also eine der Brennereien, die richtig alt sind. Die sind also schon 1797 gegründet. Und hinten steht was schön drauf, wie nun Glengarry, das sich Glengarioch schreibt. Da oben, sich ausspricht. Hier hinten steht ziemlich drauf, Geary as in Cheery. Also Glengarry spricht sich das auch. Und das ist ein alter dorischer Akzent, Doric Dialect, der in diesen Gegenden von Schottland noch gesprochen wird. Ja, innerhalb des gälischen X-Subdialekte und je nachdem, wo die Leute herkamen, die Küste ist lang, unterschiedliche Sprachen. Schöne Sache. Geschmacksbeschreibung hier an der Seite. Ach ja, will ich darauf hinweisen, Glengarry habe ich schon richtig viele probiert. Hier gibt es eine Playlist zu Glengarry. Haben mir die neuen Abfüllungen deutlich besser gefallen als die alten. Die alten, die ausgesucht wurden, waren verbesserungswürdig. Ein paar waren ganz toll. Aber ein paar waren auch unterirdisch. Und die neuen Flaschen fast durch die Reihe hervorragende Abfüllungen. Und die Glengarry-Brennerei ist aus meiner Sicht hochgradig unterschätzt. Mit den neuen Abfüllungen jetzt gehen sie also in ihre Lagerhäuser rein und bringen hier wirklich kleine Schätze. Wer dort vorbeikommt, die Brennerei schaut wundervoll aus. Also sollte man mal hingehen, hat man viele Experimente in der Vergangenheit gemacht. Da hat man sogar die Abwärme zum Heizen von Treibhäusern verwendet. Als ich da, wann war ich denn da? 94, glaube ich. Da konnte man auch die Überreste sehen, wo man solche Substratballen hatte, aus denen dann die Gurken und Tomaten rauswachsen sollte. Die Treibhäuser, das ganze Glas und das Aluminium hatte man schon weg. Aber konnte man noch sehen, wie man die also künstlich beheizt hatte und also die Abwärme nutzen wollte. Ja, woran liegt's? Glengarry gehört zu Morrison Bowmore, den auch die Bowmore-Brennerei auf der Insel Islay gehört. Und dort nutzt man die Abwärme, um den örtlichen Swimmingpool zu heizen. Also hier denkt man tatsächlich ökologisch mit und versucht hier, ja, was man an Energie hat, auch tatsächlich sinnvoll zu verwenden. So, Geschmack, voller Körper und intensiv sherryfruchtig mit einem syrupartigen mundauskleidenden Textur. Kaffee, Schokolade, Ahornsirup. Wow, das klingt ja toll. Wärme und Gewürze und Orangenmarmelade, das heißt ein bisschen bitter. Datteln, lange, tiefer Finish. Nutmeg, Muskatnuss. Ja, gibt's bei uns im Kartoffelbrei. Muss Muskatnuss drüber gerieben werden, geht gar nicht anders. Ne? Immer da mal eine Muskatnuss riechen. Ah, toll. Langer, tiefer Abgang mit Rosinen, karamellisiertem Karamell und Süßholz, / Lakritze. Klingt super, freue ich mich richtig drauf, habe ich mir heute als den zweiten und letzten Whisky des Tages hergerichtet. Und wenn mir ein bisschen zu viel im Glas übrig bleibt, ja, dann nehme ich den mit. Der wird nicht verschenkt. Wenn er nun gut ist, wenn ich nur, ja. Was kann in so einer Flasche schon schlecht sein? Höchstens der Korken und der ist es nicht. Schön. So. 56,3 Volumenprozente probiere ich nicht rein. Hier muss man jetzt noch sagen, steht noch drauf,
1999 bis 2013 Batch Nummer 30. Das heißt, keine Einzelfassabfüllung, sondern ein Batch aus mehreren. Wie groß nun dieses Batch ist, steht da irgendwas? Nee, leider nicht. Also hier auf dem Etikett. 1999, 2013, Batch 30. Lässt mich hoffen, dass da in Zukunft mehr davon kommt und dass dieser Jahrgangswhisky im Alter von mehr als 12 Jahren hier tatsächlich zu der Standardabfüllung bei Glengarry mit dazugehört. Würde mich freuen. Oh, zum Sterben. Wundervoll. Was soll ich denn dazu sagen? Das lässt sich ja gar nicht beschreiben. Boah. Sherry? Fetter, satter, dicker Sherry? Dieser Ahornsirup, diese Süße. Und dazu dann die Muskatnuss, ja. Die finde ich mit jetzt Lakritze ist zu viel. Nee, das ist also so Süßholz mehr. Das ist ja, Lakritze ist eingekochter, eingedickter Süßholzsaft. Ne? Der ist so schwer, dieser Whisky, dass man meint, da wäre ein Rauch mit oben drauf. Datteln, Feigen, Trockenpflaumen, Rosinen, die ganze Palette. Wahnsinn. Also jetzt, der riecht so den Alkohol kaum. Und da werde ich also jetzt ganz wenig zugeben. Ganz wenig. So. Also 50 hat er noch. Leichter wird er. Aber diese Sirupartigkeit, die bleibt bestehen. Wie der über die Zunge rinnt. Und gar nicht bitter. Schokolade, Würzigkeit, Nuss kommt hinterher. Haselnuss. Leichte Ingwernote. Die Muskatnuss habe ich jetzt nicht mehr. Bisschen Eiche kommt jetzt auch dazu. Ich glaube, ich habe den Alkoholgehalt genau getroffen, wie es sich gehört. Wer also ein bisschen härter will, kann sicherlich hier 100% machen. Sehr aromatisch, sehr voll. Boah. Und Lakritze ist es nicht. So ein bisschen Karamell ist jetzt da. Aber der Sirup ist da. Oh, süßer, klebriger Sirup. Ich glaube, ich muss meiner Frau sagen, dass die ihnen keine Flasche davon verkauft. Die gehören alle mir. Ja, wäre der Gesundheit nicht sehr zuträglich. Also schauen Sie nach, was es davon gibt. Empfehlung von mir. Vielleicht irgendwann muss ich mal einführen, so Empfehlung des Monats. Also der hat's. Boah. Jetzt so um die 50%. Immer noch da, immer noch voll. Keine Bitterkeit. Eiche kommt, ja. Aber diese dunklen, schweren Früchte, die Datteln. Boah. Ja. Boah, mehr davon. Nein!
alles mit Maßen. Schauen Sie im Shop-System nach, was es da gibt. Wie gesagt, Batch 30 beschreibe ich hier. Vielleicht gibt es dann Batch 31. Wir blenden das Video zum Batch 31 natürlich, oder 32 oder 35 oder 40, was immer da kommt, blenden wir das Video natürlich auch ein, weil die Fässer ja ähnlich ausgewählt werden. Erst wenn dann ein Batch kommt mit hellen Fässern und so, ja, dann muss man natürlich was anderes machen. Muss man nochmal probieren, sehen wir dann schon. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.